19 Uhr und es ist mal wieder Zeit für ein weiteres Interview hier auf Jungle Drum Radio. Herzlich willkommen dazu. Ich bin der Josh und weil es heute mal live ist, begrüße ich auch den unhörbaren Jan hinter der Technik, der sorgt dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Worum geht's heute? In Watford in Großbritannien treffen sich bis Ende nächster Woche die Bilderberger. Das ist ein exklusiver Club von Mächtigen und zugleich eine Loge für entartetes Freimaurertum, wie man mal jemand aus erster Hand gesteckt hat. Die Jungs, die kennen offenbar nur ein Ziel und das ist Macht. Dafür gehen die über Leichen und das ständig, millionenfach. Sie Afghanistan, Irak, Libyen etc. Also immer wenn es um viel Geld und viel Macht geht, dann haben die in jedem Fall die Finger im Spiel und das hat auch einen Grund. Die wären nämlich gerne die Herren der Welt. Und um diesem Ziel näher zu kommen, trifft sich diese illustre Runde nun einmal jährlich zur Bilderberg-Konferenz. So, auch dieses Jahr, wie gesagt, in England, unweit von London diesmal. Ja, und diesmal sind wir sogar live mit dabei, dank Sarah und Volker aus der Reihe Macht und Menschenrechte. Die haben bereits ihren Flug gebucht und heute Abend haben wir sie nun im Interview und ich bin gespannt, was sie uns bereits im Vorfeld der Konferenz so darüber berichten können. Hallo Sarah, hallo Volker. Ja, hallo, hier ist der Volker. Und wir haben einen weiteren Interviewgast, der schon wesentlich länger als wir das Thema Bilderberg verfolgt. Ja, genau den wollte ich gerade als nächstes anmoderieren, nämlich einen ganz besonderen Bilderberg-Kenner haben wir heute ganz spontan dazu bekommen, nämlich den Freeman von Alles Schall und Rauch. Hallo Freeman. Hallo aus der Schweiz, ich freue mich, dabei zu sein. Ja, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich werfe jetzt einfach mal die Fragen in die Runde und wer eine fängt, darf sie behalten. Ihr werdet zu Beginn der nächsten Woche nach Großbritannien fliegen, um live vor Ort von der Bilderberg-Konferenz zu berichten. Weshalb ist euch dieses Thema eigentlich so wichtig? Ja, also ich beobachte die Bilderberger, wie gesagt, schon sehr lange und bin schon bei vier Treffen dabei gewesen. Das wird dann mein fünftes sein. Und es ist schon interessant, wenn man vor Ort ist, erstens mal den Sicherheitsapparat, der da aufgefahren wird, zu beobachten, obwohl es ja offiziell eine private Veranstaltung ist. Und das ist interessant, dass eine private Veranstaltung so massiv mit Sicherheit umgeben ist und der Steuerzahler das bezahlt, nicht? Also das ist ja allein schon mal ein Kritikpunkt, warum der Steuerzahler Millionen an Geld ausgeben muss für Sicherheit. Denn das kriegt ja nicht jeder, nicht? Also wenn ich eine Privatveranstaltung mache, bekommt ja nicht die Polizei und beschützt diese. Und das ist mal ein Kritikpunkt. Das Zweite ist, das Interessante ist ja diese vielen Zufälle, die passieren. Das heißt also, dass Leute, die vorher sehr unbekannt sind und dann bei Bilderberg dabei waren, plötzlich ganz steile Karrieren machen. Also ein Beispiel ist der Bill Clinton, der ein unbekannter Gouverneur von Arkansas war und dann 2 Jahre später, nachdem er bei Bilderberg war, zum Präsidenten erkoren wurde. Und so gibt es viele Beispiele. Ja. Außerdem spielt der Ort, wo es stattfindet, auch eine ganz große Rolle. Der Ort der Tagung hat eine symbolische Bedeutung. Sprichst du den Namen Grove Hotel jetzt an? Und Nein, meinst du den Bohemian Grove? das Land, wo es stattfindet. Also Ach. es ist ja kein Zufall, dass sich die Bilderberger 2009 in Griechenland getroffen haben und dann ging es mit der Griechenland-Krise los. Sie haben sich 2010 in Spanien getroffen, dann ging Spanien den Bach runter. Dann haben sie sich 2011 in der Schweiz getroffen und seitdem wird ein Krieg gegen die Schweiz auf dem Finanzsektor geführt. Und jetzt treffen sie sich in London und London ist ja, oder England ist ja in dem Sinn, weil sie ja angekündigt haben, dass dort ein Referendum stattfinden soll, über den Verbleib der EU und auch diverse Kritik in Bezug auf den Euro, die Europolitik. Vielleicht muss da auch was jetzt gemacht werden, um den Widerstand dort zu brechen. Ja, ich denke, es gibt einige Bilderberg-Konferenzen. Hier ist der Volker Reusing von unserem Politikblog, wo ja
Personen auf den Bilderberg-Konferenzen waren und wo hinterher auch sichtbar geworden ist, dass die bestimmte Themen aufgegriffen haben. Zum Beispiel 1989, da war auf der Tagesordnung, ob man aus der damaligen Europäischen Gemeinschaft, ob man der Souveränität geben sollte, entweder mit der Währungspolitik oder mit der Wirtschaftspolitik. Da war eine ganze Reihe Leute da. Heute haben wir eine gemeinsame Währung und man macht diese ganzen Bankenrettungen im Namen der Euro-Rettung von Griechenlandhilfe bis ESM und man macht diese Verordnung für die Wirtschaftsregierung und die Klagen, die darauf gerichtet sind, ob wir ein neues Grundgesetz kriegen oder dass das Volk darüber abstimmen soll, ob wir ein neues Grundgesetz kriegen, was das legitimiert. Aber eigentlich, wo es eigentlich darum ging, von Seiten des Vereins Mehr Demokratie, so zumindest der Kampagne nach, dass man Volksabstimmung darüber wollte, ob die Deutschen Ja sagen zu diesen Zustimmungsgesetzen, zu ESM, kleine Vertragsänderungen und Fiskalpakt für die Wirtschaftsregierung. Diese Klagen werden unter anderem von Professor Dr. Däubler-Gmelin vertreten und die war 89 auf dieser Bilderberg-Konferenz. Das ist eine sehr aktuelle Sache, wo sich dringlich die Frage stellt, ist die, da ein Zusammenhang? Die Quelle dafür ist publicintelligence.net. Die haben viele alte Listen zu Bilderberg-Konferenzen. Oder 1991 war Birgit Breuel da, die war schon mal 1980 bei Bilderberg und 1991 wurde sie ja, wenn ich mich recht entsinne, Chefin der Treuhandanstalt, Nachfolgerin von Detlef Carsten Rohwedder. Die Frage ist, sie ist ja mit der Privatisierung hat sie mehr ein Turbo angeworfen, während Rohwedder gute Veräußerungserlöse rausholen wollte. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Tagesordnungspunkt mit der deutschen Treuhanderfahrung 1991 bei Bilderberg und dem, dass Frau Breuel es wichtiger war, schnell zu privatisieren, als gute Veräußerungserlöse für den Staatshaushalt zu holen. Und dass Carsten Rohwedder vorher erschossen wurde, angeblich von der RAF. Ich weiß nur, dass Detlef Carsten Rohwedder auch Mitglied der Atlantikbrücke gewesen ist. Ob er irgendeinen Bezug zu Bilderberg jemals gehabt hat, weiß ich absolut nicht. Atlantikbrücke ist auch so ein Think Tank in Deutschland, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, halt für die deutsch-amerikanischen Interessen sich einzusetzen und so weiter und eben Einfluss hat eben auf deutsche Politiker, vielleicht auf amerikanische und denen sagt, was sie tun müssen, um gut zu den Deutschen zu sein, sich so dazwischen setzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hunderte deutsche Politiker dabei, denen zu Fortbildungen gewesen. Die sind transparenter als Bilderberg. Ja, genau das. Das wäre die nächste Frage gewesen. Es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Sichtungen jetzt von deutschen Gästen dort. Welche wichtigen deutschen Beamten, Journalisten sind denn da bei solchen Treffen schon gesehen worden? Soll sich auch der eine oder andere Richter dort schon rumgetrieben haben? Oh, ich muss zugeben. Ja, der Trittin war dabei, ja. Und dann natürlich alle möglichen großen Wirtschaftsbosse, also zum Beispiel der Chef von EADS oder von der Deutschen Bank, der Ackermann und so weiter. Also man kann sie alle aufzählen. Jeder, der irgendwas bedeutet, ist schon mal dabei gewesen. Ehemalige Bundeskanzler, ob das jetzt die Merkel oder der Schmidt oder wer immer ist, die sind ja alle dabei gewesen. Und eins müssen wir wissen, einmal Bilderberg, immer Bilderberg. Das heißt also, es gibt ja nicht nur die 120 Leute, die da jährlich teilnehmen, sondern es gibt ja auch das Ganze drumherum. Das sind tausende Leute, die drumherum sind, ehemalige, die dabei gewesen sind und die ja auch zu diesem Netzwerk gehören und auch dann die Beschlüsse, die da gemacht werden, dann auf den Tisch kriegen und ihre Aufgabe ist es, die umzusetzen. Was hochinteressant ist, von wegen Däubler-Gmelin, man könnte man ja sagen, die war 89 da. Mensch, ist das lange her. Zwischendurch war die auch mal Justizministerin, hat sich gar nichts von Bilderberg anmerken lassen, so als ob da überhaupt keine Verbindung ist. Aber Birgit Breuel war auch schon 1980 bei Bilderberg und 1991 war sie dann da und da ging es dann um die Treuhandanstalt. Da hatte es plötzlich eine Bedeutung, dass sie da war. Per Steinbrück war 2011 da, wurde später SPD-Kanzlerkandidat und er hat laut einem Spiegel-Interview, was wir uns aufbewahrt haben, trat er ein für Eurobonds, gesamtschuldnerische Haftung der Staaten der Eurozone für die Staatsanleihen und trat ein dafür, dass die Auflagen für die Staaten, die so Höchstkredite kriegen, um ihre Gläubiger zu bezahlen, in Klammern, dass die Staaten, die Höchstkredite kriegen,
streng sein sollen. Was da hätte ich auch noch was. Deren Interesse sein durfte von Bilderberg. Hinterher ist er in seinen Äußerungen sozialdemokratischer geworden und hat sich den ehemaligen sozialdemokratischen Bundeskanzler und langjährigen Bilderberger Helmut Schmidt zur Seite geholt, was er sich da etwas besser präsentiert hat. Ja, aber wobei, ich bin dankbar, dass Steinbrück so ehrlich ist und bietet gute Einblicke, mehr als andere. Von daher möchte ich ihm ganz herzlich danken. Ja, wobei man darf nicht vergessen, 2003, als die USA den Irak angegriffen haben, da wollten die eigentlich, dass Deutschland mitzieht. Damals hat Gerhard Schröder diesen Satz geprägt, deutsche Außenpolitik wird in Berlin geprägt und sonst nirgends. Kurz darauf war Angela Merkel in den USA und meinte dann dort, der Gerhard Schröder spreche nicht für alle Deutschen. 2004 war sie bei den Bilderbergern eingeladen und 2005 bei den Bundestagswahlen hat sie dann den Gerhard Schröder abgeledert und ist seither Kanzlerin. Nur mal das so ganz nebenbei. Nun könnte man ja, gerne. 2005 war Bilderberg in Rottach-Egern, da war der einzige Besuch, wo ich weiß, dass Merkel da war, bevor sie Kanzlerin wurde. Ja, das zeigt ja, dass das tatsächlich Königsmacher sind, oder? Ich meine, wie gesagt, es gibt einen Haufen Beispiele von Leuten, die dort teilnehmen und dann sehr steile Karrieren nach oben machen. Ja, ich meine, der Tony Blair ist auch so ein Fall und so weiter. Also das ist wirklich so. Und deswegen, man kann, das sind ja nicht alles Zufälle, ja, sondern da werden Leute auserkoren, es wird geprüft, ob sie geeignet sind und dann wird ihnen der Weg geebnet. Ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass ja bei Bilderberg, es ist ein System, was es auch bei anderen offizielleren Thinktanks gibt, dass da Journalisten von Medien mit einer großen Reichweite sind, aber über die Konferenz selber nicht berichten. Daraus vermute ich das System, dass Bilderberg die Möglichkeit hat, scheinbar neutrale Berichterstattung zu organisieren für Leute, auf die entweder das gesamte Bilderberg-Netzwerk oder wichtige Konzerne innerhalb von Bilderberg Hoffnung setzen. Ganz klar. Ganz klar. Sie können Sachen totschweigen oder sie können Leute hochpushen, ja? Solche Strukturen, dass da Medienvertreter sind, sieht man beim militaristischen Thinktanks wie Council on Foreign Relations, European Council on Foreign Relations. Man sieht es bei der Atlantikbrücke. Man sieht es selbst bei einem Verein, der eigentlich als Nachhilfestunde gedacht ist für Journalisten, die über Berichten über die oberstwichtigsten deutschen Gerichte bei der Justizpressekonferenz. Da sind Treffen auch unter, dass darüber, was dort besprochen wird, nicht berichtet wird. Im Vergleich zu Thinktanks wie Bilderberg sicherlich vergleichsweise harmlos, aber dieses System scheint es bei verschiedensten Gruppierungen zu geben, die man im weitesten irgendwie als Thinktank ansehen könnte. Ja, klar. Ja, ganz klar. Ich meine, ich weiß, letztes Jahr, wo das in Washington stattgefunden hat, war der Konzernchef von Tamedia dort. Das ist die größte Mediengruppe hier in der Schweiz. Und die gesamten Medien dieses Konzerns haben kein Wort über diese Bilderberg-Tagung veröffentlicht. Kein Wort, weil ihr Konzernchef dort war. Ja, ich meine, wie ist denn das möglich? Also gibt es offensichtlich eine Order, nicht darüber zu berichten. Was? Gut, der Maulkorb-Erlass für unsere Presse. Das ist ja auch so, es gibt bei uns diese sogenannten Hinterzimmergespräche. Da werden dann namhafte Journalisten eingeladen in bestimmte Journalistenzirkel, wo sie dann von hochrangigen Politikern mit exklusiven Informationen versorgt werden. Allerdings immer unter der Prämisse, dass sie diese nicht weitergeben dürfen. Da hat man die sogenannten Embedded Journalists. Das sind die, die im Bett liegen mit denen. Genau, so ist es. Ne? Und dafür haben die dann aber eben ein bisschen mehr Hintergrundwissen als die Konkurrenz, die nicht dabei war, und können das dann natürlich wieder ausnutzen. So, ne? Also das ist schon, da werden die auf jeden Fall auseinanderdividiert. Ja, jetzt würde ich gerne mal, es sei denn, ihr wollt noch was dazu sagen, sonst würde ich jetzt mal auf euren Aufenthalt vor Ort kommen. Ich würde gerne noch ein paar Dinge ansprechen. Gerne.
Bilderberg und diese angebliche Euro-Rettung. Da ist, sind eben Sachen sichtbar geworden, Bilderberg und Internetzensur und auch Bilderberg und militaristische Dinge. Also Bilderberg und Euro 2011 waren Schlüsselpersonen, Entscheidungsträger der EU da. Da war Herman van Rompuy da, der Chef des Europäischen Rates, des Gremiums der EU, wo die Regierungschefs sind. Dann war Nelly Kroes da, die Internetkommissarin. Der spanische EU-Kommissar Joaquín Almunia war da. Dann waren vier Finanzminister von damals da, von Großbritannien. Der Herr Osborne ist heute noch dort Finanzminister. Dann von Italien, von Griechenland, von Frankreich, das war die Frau Lagarde, das war kurz bevor sie dann zur Geschäftsführerin vom IWF wurde. Und der Herr Steinbrück war da. Interessant ist, es waren zwei Themen, was mit dem Euro zu tun hat. Einmal, eins war, glaube ich, Herausforderung für den Euro und eins war innovativer Umgang mit Staatsschulden. Und es wirkte wie eine teilweise Vorbesprechung für das Verhalten auf Gipfeln bei der EU. Und was auch auffällig war, es war auch ein Internetthema dabei. Frau Kroes war da und Anfang 2012 wurde dann eingebracht, am 25.01. diese Internetzensurverordnung unterm Deckmantel des Datenschutzes, überhaupt Pressezensur, Verdunklungsverordnung, 2012-0011, Klammer auf, COD, Klammer zu. Interessant ist, dieses Ding ist jetzt, sollte eigentlich im Juni beschlossen werden, aber man hat es hinausgeschoben. Es scheint doch stark in die Kritik geraten zu sein. Wenn Frau Kroes regelmäßig bei Bilderberg-Treffen ist und ja gerade Bilderberg scheinbar auch ein Interesse daran hat, von wegen starken Bankeneinfluss, dass die alternativen Medien eben nicht zu kritisch über diese angebliche Euro-Rettung, die in Wirklichkeit Bankenrettung ist, Stichwort, Rechtsbegriff, Finanzstabilität als Stabilität des Finanzsektors, dass das nicht zu sehr beleuchtet wird und die menschlichen Kosten von den Sparmaßnahmen. Und ja. Auch der Militarismus. Frau Kroes gehört auch zu den Leuten, die auf der Bilderberg-Konferenz 2005 waren. Und Bilderberg-Konferenz 2005, da gibt es. Es gibt auf meiner britischen Seite, Project Avalon, gibt es eine anonyme Zeugenaussage, wo es um eine sogenannte angelsächsische Mission geht. Ein strategisches Konzept, im Westen eine Diktatur zu errichten und Iran und Israel gegeneinander kämpfen zu lassen, um mit dem Ziel, China zu besiegen und diese westliche Diktatur zu errichten. Ob das stimmt oder nicht, weiß man nicht. Aber es passt ziemlich vieles, was da berichtet wurde von einem anonymen Informanten, könnte passen zu der Bilderberg-Konferenz 2005. Wir wüssten natürlich gern, ist das die Bilderberg-Konferenz 2005? Stimmt das, was dieser anonyme Informant damals gesagt hat? Vielleicht ist es auch eine erfundene Geschichte und es hilft uns nur heute zu erkennen, wie wichtig es ist, hier auf den Frieden zu achten. Aber es sind so viele Parallelen zu tatsächlichen Ereignissen, dass man das ernst nehmen muss. Interessant ist auch zum Beispiel, dass ein Niall Ferguson, der für den Council on Foreign Relations schreibt, dessen Magazin Foreign Affairs, dass der 2012, Anfang 2012 empfohlen hat, den Iran anzugreifen. Der Artikel hieß, glaube ich, ein Angriff auf Iran ist das kleinere Übel oder so ähnlich. In der Zeitung Die Welt hat er damals diesen Gastartikel schreiben dürfen. Kleinen Moment. Dieser Niall Ferguson wurde eingeladen auf die Bilderberg-Konferenz 2012 und auch zu Yes Ukraine, dessen Gästeliste klar deutliche Übereinstimmung zeigt, einige der wichtigeren Gäste mit Bilderberg. Beides in 2012, in dem Jahr, wo er versucht hat, das anzuheizen. Und Bilderberg 2012 war auch Basma Kotmani, der als in Anführungsstrichen Außenminister des syrischen Nationalrats gilt, einer Oppositionsorganisation, die eher auf einen unfriedlichen Sturz Assads in Syrien setzt. Was ich damit zeigen möchte, es gibt eine ganze Menge Indizien, dass das wahr sein könnte. Und deswegen ist umso wichtiger, den Bilderbergern ganz stark auf die Finger zu schauen.
vor allem den Journalisten, die da sind, dass die Journalisten, was machen die Medien, wo Journalisten von denen dort bei Bilderberg-Konferenz vertreten sind, wie wird deren Berichterstattung sein? Machen die möglicherweise Propaganda in der nächsten Zeit, die das friedliche Zusammenleben zwischen Israelis und Iranern zum Beispiel oder eine friedliche Lösung für Syrien beeinträchtigen könnte? Machen die Propaganda für noch mehr Geld für die Banken im Namen des Euro? Zumindest ist dadurch eine kolossale Kapitalakkumulation in Gang gekommen. Dieses ganze Geld, wir haben jetzt, glaube ich, über 1 Billion Euro von in die Bankenrettung gepumpt, aber das landet ja nicht bei der Bank im Tresor, sondern das wird direkt an die Aktionäre, an die Anleger weitergeleitet. Und dieses ganze Geld, das marodiert nun natürlich auch über den Finanzmarkt und richtet dort sehr viel Schaden an. Aber zu den Journalisten vor Ort, ja, wie wollt ihr denn denen da auf die Finger gucken? Wie wollt ihr die fotografieren oder gucken, ob ihr jemanden erwischt? Wird es Demonstrationen geben? Wollt ihr die Straße sperren? Wird wenig Sinn machen? Was habt ihr da konkret vor in London, Watford? Ich kann euch einiges erzählen, was jetzt da vorbereitet ist. Ja? Also erstens einmal hat das Hotel scheinbar einen speziellen Platz zur Verfügung gestellt am Einfahrtstor, wo die alternativen Medien sich aufhalten können und praktisch die Zufahrt der ganzen Bonzen mit ihren Limousinen fotografieren können. Also das ist, sagen wir, das erste Mal, dass ein Ort zur Verfügung gestellt wird von Seiten des Hotels, um das machen zu können. Sie haben aber die Auflage gemacht, dass die Sicherheitsfirma, die sogenannte G4S, die für die Sicherheit auf dem Hotelgrundstück sorgt, dass die Leute, die da auf diesen Platz gehen wollen, die müssen sich einer Leibesvisitation unterziehen, so ähnlich wie am Flughafen. Und wer das aber nicht machen will, der muss halt dann draußen bleiben. Die Polizei ist zuständig für die äußere Sicherheit und die angeheuerten Blackwater-Typen, die sind für die innere Sicherheit verantwortlich. Dann gibt es ja das sogenannte Bilderberg Fringe Festival. Also das soll auf dem Cassiobury Park, das ist ein Park, der in der Nähe ist, er soll dort eine Art, auf satirische Art, ein Volksfest stattfinden, wo es diverse Veranstaltungen geben wird, mit Reden und so weiter. Und das soll also dort stattfinden. Aber die Genehmigung dafür ist noch nicht erteilt worden. Jetzt ist es so, die haben natürlich mit dem Hotel einen Ort ausgesucht, der sehr schwierig zu beobachten ist. Und das ist natürlich auch voll die Absicht, denn was sie ja überhaupt nicht wollen, ist, dass man ja ihre Gesichter erkennt und dass man Fotos schießen kann von den Leuten, die teilnehmen. Denn es ist ja so, es gibt wohl nach der Veranstaltung eine offizielle Teilnehmerliste. Aber wie wir aus der Vergangenheit wissen, nehmen auch Leute inkognito teil. Also es nehmen Leute teil, die dann später nicht auf der Liste aufzufinden sind. Und das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe, dass wenn wir dort sind, dass wir genau die Leute dann irgendwie mit dem Bild einfangen können. Was für einen Beweiswert hätte das denn dann? Ja, man weiß, dass sie dort sind. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Wenn man weiß, der und der Politiker oder der und der Konzernchef oder der und der EU-Kommissar oder NATO, was immer, dort ist. Ja, das sind ja alles wichtige Sachen. Ja gut, es entlarvt zweifelsohne. Gut, dann ist die Frage berechtigt, warum stehen sie nicht auf der Liste? Was haben sie denn zu verstecken? Ja, das ist richtig. Es scheint so, als ob die Bilderberger so ein bisschen den Kuschelkurs gerade fahren, so ein bisschen tun, als würden sie sich nach außen hin öffnen. Werden sie natürlich nie tun, aber das sehe ich nicht. Im Gegenteil.
durch die Auswahl des Hotels haben sie erst recht, rein geografisch haben sie einen Ort geschaffen, dass man überhaupt nicht an sie rankommt. Ich weiß noch 2004, wo das in Stresa war, am Comersee. Da waren wir so nahe dran, wir konnten denen beim Abendessen auf den Teller spucken. Aber da waren wir nur 5 Leute. So wenig, weil damals war das völlig unbekannt. Es gab überhaupt keine öffentliche Beobachtung. Wir waren insgesamt 5 Leute dort und das Ganze war so offen, dass man hat sie direkt aus 10 Meter kam man an sie ran, ja. Aber über die Jahre jetzt seitdem haben sie sich immer mehr abgeschottet. Und ich glaube, dieses Jahr ist von der Location her das am extremsten. Okay, nun haben aber Volker und Sarah, sagen wir mal, Bilderberg-freundliche Aussagen ausgerechnet auf der Seite von dem Fringe-Festival gefunden. Es sei denn, ich täusche mich da. Volker, was war denn da los? Was hast du da gesehen? Da sind freundliche Aussagen, die dem britischen Premierminister David Cameron zeigen, dass er schon immer für Transparenz und Pressefreiheit gewesen ist und dass es ihm wichtig ist, eben auch bei solchen Treffen im Meer, also wie Bilderberg, mehr Transparenz herrscht. Ja, aber das ist doch satirisch gemeint. Das ist gemeint, ich meine, ich habe das gelesen, das ist doch nur deswegen geschrieben worden, um ihn beim Wort zu nehmen. Man hat gesagt, du hast das als Statement gebracht, dass in deiner Regierungszeit mehr Transparenz ist. So, jetzt wollen wir dich beim Wort nehmen. Jetzt wollen wir da Transparenz haben. Darum geht's doch. Okay, das heißt, dieses Fringe-Festival hat zweifellos auch einen satirischen Charakter. Natürlich wird es auch Live-Acts geben mit Musik, aber der Charakter ist ganz klar, wir machen uns lustig über euch, um euch ein bisschen von eurer Schattengröße zu nehmen. Genau, und auch um, sagen wir mal, eine Deeskalation herzukriegen, weil die Bürgermeisterin von Watford hat ja da gesagt, dass sie ja Gewalt befürchtet, was natürlich absoluter Blödsinn ist, denn die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass das überhaupt nicht so ist. Ja, ich weiß gar nicht, wo sie das her hat. Und diese mit dem Fringe Festival versucht man dadurch, dass man sagt, das ist ein Familientreffen und da geht es um Humor und Satire und es werden Theaterstücke aufgeführt und so Sachen, da versucht man da denen genau den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sag mal, Freeman, woher kommt das eigentlich, dass die Öffentlichkeit heute im Vorfeld immer schon so gut informiert ist, wann und wo die sich treffen? Das ist ja eigentlich immer sehr geheim gewesen, aber in den letzten Jahren waren das immer Volltreffer. Schon Wochen vorher wussten die Leute Bescheid. Ja, ich kann euch genau die Story erzählen, wie wir überhaupt auf das gekommen sind, dass das in Watford ist. Ein guter Freund von mir beobachtet die schon seit langer Zeit, oder? Und wir haben dann schon seit Monaten, also seit Anfang Jahr, haben wir studiert mit sogenannten intelligenten Ratespielen, wo das denn dieses Jahr sein könnte. Und dann kam aus Amerika von Seiten von Alex Jones und so weiter, ja, das wird wieder in Chantilly in Washington sein. Da haben wir dann den Kopf geschüttelt und gesagt, also das kann ja sicher nicht sein, es wird wieder in Europa sein. Und dann haben wir überlegt, wo ist das möglich? Dann haben wir halt anhand von Vergangenheitswerten überlegt, das muss in England sein. Warum? Und dann sind, ja, einfach weil es schon lange nicht mehr dort war. Ja, ich meine, wenn du die ganzen Orte wie häufig es überall war, kannst du ja dann ableiten, wo es schon lange nicht war. Und dann stehen ja die Chancen hoch, dass es dort ist, ja. Und so haben wir, sagen wir mal, England näher uns angeguckt. Und dann sind wir hergegangen und haben uns alle 5-Sterne-Hotels, die in Frage kommen, angeguckt in der Zeit zwischen Mai und Juni. Und dann ist mein Freund draufgekommen, durch Fleißarbeit, dass das Hotel in Watford, also dieses Hotel in Watford, genau in diesen Tagen von Donnerstag bis Sonntag voll ausgebucht ist.
Und dann haben wir den Charlie Skelton informiert, der ja für den Guardian schreibt. Und er ist dann hingegangen und hat dann mit Personal gesprochen und hat dann erfahren, dass eine internationale Gruppe das ganze Hotel reserviert hat. Also sind wir dadurch Schritt für Schritt immer näher gekommen, dass das diese Leute sein könnten. Mhm. Und so ist es eigentlich passiert. Und dann ist es ja so gewesen, dass ja die Bürgermeisterin von Watford das dann bestätigt hat, die Polizei hat das bestätigt und so hat sich das dann ergeben. Und dann habt ihr wohl auch noch Terminkalender von wichtigen Personen einsehen können und da waren dann immer genau in diesen Tagen war eine geheimnisvolle Lücke drin. Ja gut, das war in den vergangenen Jahren. In den vergangenen Jahren haben wir das gesehen. Zum Beispiel 2011 St. Moritz, da konnte ich den Einblick in den Ackermann, seinen Terminkalender, und da habe ich gesehen, dass er in St. Moritz ist. Und so sind wir auf St. Moritz gekommen. Wie kommt man an Terminkalender von so wichtigen Persönlichkeiten? Indem man die Augen offen hat. Und zum Beispiel war das so, es gab eine Sendung, wo man ein ganzes Jahr lang den Ackermann verfolgt hat. Das war ein Kamerateam, das hat ihn das ganze Jahr verfolgt und hat einen so eine Home-Story über den Ackermann gemacht, oder? Und dann habe ich, wo ich die Sendung gesehen habe, habe ich mitgekriegt, dass er gesagt hat, er wurde gefragt, ja, wo sind Sie denn im Juni? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin in St. Moritz, oder? Und so habe ich den ersten Tipp bekommen, dass das in der Schweiz sein kann. Und dann bin ich immer näher an die ganze Sache rangekommen. Ja, man muss halt, wie soll ich sagen, echt die Antennen offen haben und anhand von kleinen Hinweisen kommt man dann irgendwie an die Sache ran, oder? Kann man denn überhaupt was gegen die unternehmen oder kann man nur über die berichten? Wir haben ja versucht, wo das in der Schweiz stattfand und sozusagen für uns ein Heimspiel war, haben wir ja über unsere ganzen politischen Kontakte und Freunde, die wir im Parlament haben, versucht, diese ganze Sache zu verbieten. Wir haben ja auch Anzeigen gemacht und all so Sachen, aber das wurde alles abgeschmettert. Also wir haben es versucht. Ja. In Deutschland gab es mehrmals, das habe ich bei dem Zeitgeist Verlag gelesen, zeitgeist-online.de, glaube ich, gab es einen Artikel über Bilderberg und wie deutsche Parlamentarier damit umgehen, die da nicht eingeladen sind. Und über viele Jahre hinweg gab es wohl 3 Anfragen laut dem Zeitgeist-Artikel oder Erwähnungen im Parlament. Die Grünen, ich meine, es wäre Anfang der 90er Jahre gewesen, kann sein, dass es 90, 91, 89 um den Dreh war, wollten die Grünen von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung wissen, was es mit der Bilderberg-Konferenz auf sich hat oder ein grüner Abgeordneter. Später soll es jemand von den Linken gegeben haben, der zu einer Bilderberg-Konferenz, ich weiß leider jetzt nicht auswendig, welches Jahr das ist, dazu Fragen gestellt hat. Und jetzt 2012 war ja Herr Trittin von den Grünen dort unter anderem. Und da hat es sich dann der Dr. Brüderle von der FDP nicht nehmen lassen, von den Liberalen dazu eine Bemerkung zu machen, dass die Grünen ja jetzt da bei der, ich glaube, er benutzt das Wort Hochfinanz zu Gast sein. Ja, genau. Der Rainer Brüderle hat bei einer Rede im Bundestag den Trittin auf seine Teilnahme bei Bilderberg angesprochen, ja. Und dann hat der Trittin geantwortet, Sie sind ja nur neidisch, weil Sie nicht eingeladen wurden. Okay, immerhin da schon mal eine Öffentlichkeit, auch in der Schweiz, als Sie dort waren, da gab es mehrere Politiker, die sich da kritisch wohl geäußert haben. Ich weiß es nicht, welche Art von Räten das waren, aber auf jeden Fall wurde das Thema da erstmals öffentlich, auch von politischer Seite aus. Und das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das heißt, auch dieses Jahr wäre es durchaus wünschenswert, wenn beispielsweise in der englischen Opposition, Partei, in der Independent Partei, wie hieß er nochmal? Dass der vielleicht mal den Mund aufmacht, genau.
Er hat ja vor das EU-Parlament, hat er ja das angesprochen. Und das Thema seiner Rede vor dem EU-Parlament vor kurzem war ja, er hat die Frage gestellt, warum die Medien nicht darüber berichten. Nicht? Ich meine, das ist ja die Frage, die wir schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahren stellen. Wie ist es möglich, dass 120 der Topshots aus allen Bereichen sich treffen, inklusive der Königin von Niederlande, und keine Sau von den Medien ist dort? Denn normalerweise, wenn nur einer von denen irgendwo auftauchen würde, wären hunderte Paparazzi dort, ja? Und es ist ganz klar, dass es einen Befehl gibt: Ihr habt dort nichts zu suchen, verschwindet, wir wollen euch nicht, ja? Und das ist ja auch der Grund, warum wir dort sind. Weil wenn die ihren Job nicht machen, dann müssen wir halt das machen. Was ich wichtig finde, es gibt ja einige Politiker, die bei Bilderberg waren und mit deren Karriere es dann steil aufwärts ging. Aber was mir bisher nicht aufgefallen ist, eine konkrete Verbindung zu Journalisten, die an der Konferenz teilgenommen haben, und dass deren Medien genau diese Politiker dann hochgelobt hätten. Da ist es wichtig, da noch mal genauer hinzuschauen. Ja, aber da kann ich dir ein gutes Beispiel bringen. Denn der Chefredakteur von der NZZ, also von der Neuen Züricher Zeitung, das entspricht ungefähr wie der FAZ in Deutschland, der war schon, ich weiß nicht mal, 10 oder mehrmals dort bei Bilderberg. Und wo die Sache in der Schweiz stattfand, war im Vorfeld, also 14 Tage bevor St. Moritz, haben die mich in einem Artikel voll fertig gemacht. Die haben also sind voll auf mich losgeschossen, weil ich über diese Veranstaltung berichte. Ja? Und sie haben mich dann sogar als Antisemit hingestellt, worauf ich dann gefragt habe, in einem Antwortartikel habe ich dann geschrieben, ja, wieso? Wieso ist man ein Antisemit, wenn man über Bilderberg berichtet? Wo ist denn da der Zusammenhang? Ja? Ich denke, dass es sogar sehr prosemitisch ist, wenn man Bilderberg kritisch sieht. Vor allem, wenn es stimmt, dass Bilderberg nicht genug tut, um die Verständigung zwischen Israel und Iran zu fördern, um es freundlich zu sagen. Ja, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Grund. Ich habe ja daraufhin, anhand von meiner ganzen Recherche über die Vergangenheit von Bilderberg, ja herausgefunden, dass der Gründer oder Mitgründer der Bilderberger, das ist ja der Vater von der Königin von den Niederlanden, ne, der Prinz Bernhard, dass er ja Mitglied der NSDAP war, dass er Mitglied der SS war. Außerdem hat er für IG Farben gearbeitet und so weiter. Das heißt also, der Gründer der Bilderberger ist ein Nazi gewesen, und er hat als Vorsitzender dieses Vereins bis zu seinem Tod war er Chef von denen. Also wenn, dann ist das eine Nazi-Gruppierung. Und das ist ja auch verständlich, wenn man überlegt, dass sie sich ja rühmen, 1954 die EU und den Euro beschlossen zu haben. Nicht? Also so nach dem Motto, ein Reich, eine Währung und alles. Das sind ja alles eigentlich Nazi-Ideologien, die da laufen. Ja? Da habe ich eine etwas andere Meinung. Etwas anders. Ich sehe eher die Verbindung zum Gedankengut der IG Farben, weil ich glaube, die IG Farben, die war anders als die Nazis. Die IG Farben waren weniger auf ein übermäßig nationales Gedankengut ausgerichtet, sondern Strukturen zu haben, wo sie möglichst viel Konzernmacht verwirklichen können. Ich habe ein Interview gemacht, schon einige Jahre her, mit einem Vertreter der Dr. Rath Stiftung, und die haben Dokumente gezeigt, dass die IG Farben für ein vereinigtes Europa geworben hat und in dem Sinne, um dann möglichst europaweite Marktbeherrschung von
solchen Chemiekonzernen wie IG Farben zu ermöglichen und dass sie auf 1939 auf die Nazis gesetzt haben. Walter Hallstein war ein Anwalt der IG Farben und der war auch der erste Chef der EU-Kommission. Die haben dann praktisch einfach umgesattelt, als sie gesehen haben, die Nazis verlieren. Die Nazis haben meines Erachtens diese europäische Vereinigungspropaganda-Idee aber nur aufgegriffen als Propaganda, um Vasallenstaaten zu haben. Die IG Farben, deren Idee war das, ein möglichst undemokratisches europäisches Gebilde zu haben, aber im Interesse von Konzernmacht sozusagen als möglicherweise als Plan B, als sie gesehen haben, dass die Nazis verlieren oder dass sie dass es etwas war, worauf sie schon vorher gesetzt haben. Ich sehe nicht die Kontinuität zu den Nazis. Das stimmt, denn es gibt ja den Irrglauben, dass die Bilderberger die sogenannte Weltregierung sind. Das ist nicht so. Was sie aber wollen, ist eine Art Konzerndiktatur, wo sie im Vorstand sitzen. Also das ist ganz klar. Was sie wollen, ist die sogenannte Welt-AG. Ja, also eine Welt, die von Konzernen beherrscht wird, die völlig über Regierung, über Länder schweben. Und das ist ja mit dem Globalismus tatsächlich passiert. Die Konzerne heute, die Großkonzerne, die sind ja mächtiger als Staaten. Sie schweben über die Staaten. Sie kümmern sich überhaupt nicht um nationale Gesetze. Im Gegenteil, sie wollen, dass die verschwinden. Und außerdem diktieren sie die Gesetze. Das sieht man ja an den Banken. Man sieht es auch mit Monsanto und auch die Pharmagiganten. Das sind alles riesige Konzerne, die mittlerweile die Gesetze schreiben, die ganzen nationalen Parlamente einfach nur noch abnicken dürfen. Ja. Also was wir haben mit den Bilderbergern, ist eine Konzerndiktatur, eine weltweite. Das wollen sie erreichen. Nun sind Konzerne aber Global Player. Es würde mich interessieren, ob in dem Zusammenhang irgendwelche nationalen Häufungen bei den Bilderbergern auffallen. Gibt es da besonders viel US-Amerikaner, besonders viel Engländer oder Deutsche oder sind alle Nationen mehr oder weniger gleich dort vertreten? Ich glaube, ja. Nordamerika und Europa besonders viel. Ja, es ist ausschließlich Nordamerika und Europa, ja, die dort teilnehmen dürfen. Ne? Also Asiaten nicht, denn dafür gibt es die Trilateral. Also die Trilateral haben ihr Commission, hat ja auch der Rockefeller gegründet und da hat er dann praktisch eine Parallelgeschichte zu Bilderberg gemacht, wo auch die Asiaten mitmachen. Und deswegen Trilateral, also die drei Gruppen, Amerika, Europa, Asien, oder? Aber bei den Bilderbergern machen nur die Nordamerikaner und die Europäer mit. Beziehungsweise es werden nochmal Leute aus anderen Erdteilen eingeladen, aber scheinbar themenbezogen, wie der Herr Kotmani von den syrischen Opposition oder ich glaube auch 2012 Herr Kasparov und Herr Schubert Opposition. Mal eine andere Frage. Warum müssen die sich eigentlich jedes Mal vor Ort treffen? Ich meine, die werden auch in der Lage sein, ein abhörsicheres Intranet, also eine Konferenzschaltung aufzubauen, wo sie dann im Grunde online konferieren könnten. Trotzdem immer dieses demonstrative Treffen. Ist das auch eine Machtdemonstration oder steckt da mehr dahinter? Ja, das hat mehrere Gründe. Erstens mal treffen sie sich ja mehrmals. Es ist nicht nur das eine Treffen, sondern es gibt ein Treffen, mindestens ein Treffen des Steering Committees, also das ist der innere Kreis, der fand ja im Herbst in Rom statt. Ja, darüber habe ich auch geschrieben, dass sie sich ja, es gibt immer diese vorbereitenden Treffen im kleineren Kreis und dann das große Treffen, was jetzt stattfindet. Es geht einfach um diese persönlichen Kontakte, weil sie natürlich merken, dass es doch besser ist, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sieht, ja. Außerdem können da praktisch, ohne dass jemand mithören kann, Gespräche geführt werden in kleineren Kreisen.
Und es ist auch eine, die geilen sich daran auf. Das ist ganz klar, weil wenn man, ich habe sie ja beobachtet, die finden das sowas von toll, dass sie da völlig ungestört und von der Polizei beschützt, da so eine Art Machtdemonstration machen können. Ganz klar. Ja, ich weiß noch, 2004 ist zum Beispiel der Schrempf mit seinem Hubschrauber reingeflogen. Ich meine, was war denn das? Das war ganz klar eine Demonstration. Guck mal, wer ich bin. Ich fliege direkt in das Hotel mit dem Hubschrauber rein, ja? Und so Sachen, ja? Und das erinnert so ein bisschen an eine Parallelveranstaltung in den USA, den sogenannten Bohemian Grove, wo auch die Politikerelite und die Wirtschaftselite sich abschottet von der Öffentlichkeit, auch beschützen lässt durch die Polizei und dann dort auch ein paar Tage feiert. Nun ist dieses Jahr das Treffen ausgerechnet im Hotel Bohemian Grove, im Hotel Grove. Ja, dieses Hotel Grove. Grove heißt Hain. Könnte das sein, dass das ein Hinweis darauf ist, dass die da ihre okkulten Spielchen vielleicht auch mitbringen? Ja, das weiß man nicht. Ja, es kann natürlich sein, dass der innere Kreis gewisse okkulte Sachen macht. Aber wie gesagt, es gibt der äußere Kreis, das sind mehr oder weniger die besteht aus Opportunisten, aus Leuten, die karrieregeil sind, aus Leuten, die Befehlsempfänger sind. Und dann gibt es den inneren Kreis, der eigentlich die Beschlüsse macht und die Befehle verteilt. Ja? Nicht? Und dann, wenn die nach Hause gehen, werden diese Befehle dann entsprechend ausgeführt in den jeweiligen Ländern und wo immer sie ihre Positionen haben. Oder? Ja, da soll es dann auch einen Abschlussbericht geben und dann weiß jeder der Teilnehmer, welche Beschlüsse umgesetzt wurden nochmal und hat das dann entsprechend auch zu realisieren in seinem Verantwortungsbereich. Genau, und diesen Bericht kriegen auch die ganzen Ehemann. Die kriegen das auch auf den Tisch und die tun dann das da auch umsetzen. Ja, richtig. Gut, jetzt würde ich gerne noch Volker und Sarah was fragen und zwar noch kurz zwei Worte zu eurer nächsten Sendung. Da geht es um ein sogenanntes geophysikalisches Ereignis. Was ist denn das und weshalb ist euch dieses Thema eine Sendung wert? Ja, also das hatten wir auch schon mal in einer Sendung, diese angelsächsische Mission, diese anonyme Aussage von einem britischen Zeugen bei dem Projekt Avalon, was ich eben erwähnt habe, bezüglich dieses Timings, bezüglich dieses Konfliktes, soll das angeblich so sein, dass man das plant vor einem geophysikalischen Ereignis und dieses soll angeblich die Menschheit gut überstehen können, wenn sie darauf vorbereitet ist, also dieses geophysikalische Ereignis. Ansonsten könnte sie schon ziemlichen Schaden nehmen. Da haben wir überlegt, was kann das sein, wenn das wirklich real ist, dieses geophysikalische Ereignis. Und dann haben wir gesehen, es gibt Berichte darüber, dass das Erdmagnetfeld abnimmt. Und dann fragen wir uns, ob es, wir glauben, dass das sein könnte. Unabhängig davon, ob der dort das Zutreffende gesagt hat, ob dieses bezüglich dieser angelsächsischen Mission, diesem militaristischen Ding, wäre ja auch, wenn das Erdmagnetfeld schwächer wird, wäre das ja auch etwas, was Fragen aufwirft. Was wird aus unseren Daten, werden unsere Computer, unsere Flugzeuge funktionieren, was ist mit Sonneneinstrahlung, was ist mit AKWs etc. Und da wollen wir jetzt völlig unabhängig jetzt von dem anderen, von diesem Thema angelsächsische Mission, verschiedene Wissenschaftler fragen, wie ist das denn wirklich mit dem Erdmagnetfeld? Da gibt es Berichte, dass es abnimmt, zum Beispiel die Zeit hat darüber berichtet, zum Beispiel der Deutschlandfunk hat darüber berichtet. Teilweise scheint das Erdmagnetfeld auch entgegengesetzt zu sein oder sich besonders stark abzuschwächen. Zum Beispiel im Pantanal in Brasilien, das war, glaube ich, ein Bericht von der Zeit. Und da wollen wir mehrere Leute interviewen,
einmal aus dem Bereich Natur und wie das von wegen Erdmagnetfeldänderung und Tiere und einmal aus dem Bereich Erdmagnetfeld selber, um das Thema mal mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, damit die Menschen auch dann vorbereitet sind, wenn das Erdmagnetfeld plötzlich schnell schwächer wird und sich umpolt, dass man dann auch das rechtzeitig mitkriegt und dann auch sagt, so, jetzt fliegen mal keine Flugzeuge oder jetzt müssen die Kraftwerke abgeschaltet werden, dass man sich vorher darauf vorbereitet, was für Maßnahmen muss man schnell ergreifen können, damit es keine unnötigen Schäden gibt. Dafür wollen wir einen Beitrag leisten, das Ganze noch mehr in die öffentliche Debatte zu kriegen, dass die Menschheit mal rausfindet, ja, was ist denn jetzt dran? Sind das jetzt Schwankungen? Geht das wieder zurück? Wird das wieder stärker, das Magnetfeld? Oder stehen wir kurz vor einer magnetischen Umpolung? Von einem Polsprung, sag mal dazu. Wobei dann eben nicht nur Dampferkapitäne Probleme bekommen, sondern eben auch Militärs, denn diese ganze Zieltechnik von den Raketen, die funktioniert dann nicht mehr. Und da soll es wohl so Gerüchte geben, dass in dieser Zeit dann wohl die Kriegsgefahr am höchsten sein könnte, kurz bevor die ganzen Waffen im Grunde untauglich werden. Die Frage ist eben auch, dass eben das Erdmagnetfeld an bestimmten Stellen besonders stark schwächer wird und dass es tatsächlich auch Tiere gibt mit Magnetsinn, wie Vögel, die sich verirren, Zugvögel zum Beispiel. Und das wären Indiz dafür, dass es eben möglicherweise nicht mehr hunderte Jahre entfernt ist, dass der nächste Polsprung kommen von den magnetischen Polen, und da wollen wir uns genauer informieren und uns nicht nur verlassen auf Berichte, die wir gelesen haben, sondern auch selber Experten fragen, um dann besser verstehen zu können, woran kann man das denn konkret, wie kann man das denn konkret erkennen, wenn es wirklich so weit ist, wie kann die Menschheit da rechtzeitig sich vorbereiten und dann nicht davon überrascht zu werden und dann lauter technische Probleme zu kriegen. Und vielleicht braucht es ja auch verstärkte Vertrauensbildung zwischen den Staaten, damit nicht solche Pläne wie diese angelsächsische Mission, wenn dieses als Konzept wirklich real ist, von irgendjemand umgesetzt wird oder sonstige Konzepte, sondern es scheint da erhöhte Vertrauensbildung zwischen den gerade Großmächten erforderlich. Ja. Kurz zu der angelsächsischen Mission. Angelsachsen, das sind wir. Und da geht es letztlich um den Gedanken, dass die Erdbevölkerung massiv reduziert werden soll, um 50% und mehr womöglich. Und dass es offenbar diesmal den asiatischen Raum treffen soll. Dort sollen dann also die furchtbarsten Konflikte wüten und diese Menschen dort furchtbar dezimieren. Und dann würde sich halt entscheiden, wer in das neue Zeitalter hineingeht und dort wieder das Sagen hat. Und die Mächtigen dieser Welt, die wollen sich dann natürlich darauf entsprechend vorbereiten. Sie wissen dann irgendwie, es wird knallen, aber sie wollen wenigstens, wenn der Rauch sich verzogen hat, wieder auf den Füßen landen, damit sie die Macht immer noch in den Händen halten können. Das war so der Gedanke hinter der angelsächsischen Mission. Wie weit da jetzt was dran ist, kann ich so auch nicht sagen. Aber das war zumindest, sollte man mal erwähnt haben. Nun haben wir noch Zuhörerfragen. Zwei Stück haben wir. Ein Hörer, der nennt sich nur ausgerechnet David Rockefeller, und der fragt Folgendes. Ich lese einfach mal vor. Ist es möglich, dass es sich bei dem elitären Kreis und Zirkel der Bilderberger letzten Endes nur um eine ausgewählte korrupte Bande an Funktionselite und Entscheidungsträgern handelt? Immerhin ist der Langzeit-Bilderberger Josef Ackermann ja auch nie der Chef der Deutschen Bank gewesen, sondern er war selber immer seinen Aktionären verpflichtet und hat denen als Kellner genau das serviert, was man ihm aufgetragen hat. Von den Bilderberger, Politmarionetten Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Angela Merkel, Per Steinbrücke und Jürgen Trittin mal ganz zu schweigen. Hier ist es ja mehr als offensichtlich, dass es sich nur um Handpuppen der Märkte handelt. Das ist im Grunde eine Feststellung mit einem Fragezeichen am Schluss. Aber trotzdem eine Frage, also vielleicht könnt ihr die beantworten. Ja, natürlich ist das jetzt nicht die Spitze der Pyramide, ja, das ist klar.
Nur es sind sehr mächtige Leute, die in Konzernspitze oder an EU-Spitze oder an NATO-Spitze oder Medienspitze sitzen und die Befehle, die, was weiß ich, von irgendwo herkommen, von der wirklichen Machtinhabern, dann umgesetzt werden, weil die braucht es ja. Es braucht ja Leute an entsprechenden Schlüsselpositionen, die diese ganze Sache dem Publikum verkaufen und umsetzen. Und das sind die, ganz klar. Das erinnert mich so ein bisschen an die großen pflanzenfressenden Saurier damals. Die waren so groß, dass sie ein zweites Nervenzentrum, ein Minigehirn brauchten, am Ende ihre Wirbelsäule, damit sie den Schwanz noch gesteuert bekamen. Und das sind dann im Grunde die Bilderberger, während der eigentliche Kopf, das weiß nun wirklich keiner so genau. Aber wenn der Kopf dann denkt, Schwanz wedeln, dann geht das zuerst zu dem Nervenzentrum, den Bilderbergern dann, und von da aus beginnt dann der Schwanz zu wedeln. Das wäre zumindest mal eine Umschreibung des Ganzen. Natürlich, es braucht ja Regierungen, die das umsetzen, das Programm. Nicht? Also wenn zum Beispiel beschlossen wird, es muss eine EU geben und einen Euro geben, dann muss sich doch die ganzen Regierungen den Auftrag erteilen, dass sie das entsprechend politisch umsetzen. Ja? Dazu braucht es ja diesen ganzen Apparat. Oder ich brauche und wenn ich Kriege führen will, dann muss ich Leute in der NATO haben, die diese Sache umsetzen in die Realität und so weiter und so weiter. Wenn ich Propaganda rausschicken will, dann muss ich die Medienleute auf meiner Seite haben, die das dann umsetzen und so weiter. Also dafür sind das ist denen ihr Auftrag. Ja, dann haben wir noch eine. Ja, Volker, gerne. Ich würde da, also meine Einschätzung ist, mir ist nichts, kein mächtigeres vergleichbares Netzwerk als Bilderberg bekannt. Wenn ich mir anschaue, was die für hochrangige Persönlichkeiten dort einladen und wie viele von denen danach einen Karriereaufstieg haben oder Ideen davon weiter diskutieren oder auch ganz praktisch aufgreifen, die zu den dortigen Tagesordnungspunkten passen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es ja ist wie ein Netzwerk von Netzwerken, dass auch andere Thinktanks da ihre Gedanken reinbringen und nicht nur einzelne Konzerne. Was zur Korruption möchte ich sagen, man könnte sich jetzt vorstellen, da kommt ein Politiker nach Bilderberg, der Politiker kriegt ein Thema vorgesetzt, wovon man gerne möchte, dass er es aufgreift. Und wenn die jetzt einen Deal machen, der Politiker greift das Thema auf, macht genau das und das und das und dafür kriegt er die und die und die Medienaufmerksamkeit. Das könnte man dann als Korruption ansehen. Aber wenn es jetzt so ist, der kommt dahin, alle sind voneinander begeistert und die sagen, was für ein toller Politiker, über den berichten wir. Und der Politiker sagt, was für tolle Ideen, die schreibe ich mir auf die Fahnen. Und das eine wird nicht um des anderen Willen bewusst gemacht, wäre es sicherlich keine Korruption. Das ist schwer nachzuvollziehen, ob es Vereinbarungen gibt, dass das eine um des anderen Willen gemacht wird. Aber also es ist korruptionsanfällig, mit Sicherheit sind Dinge korruptionsanfällig, wo Macht zusammenkommt und total intransparent. Ja, jede Macht birgt in sich den Keim des Missbrauchs. Was man nicht vergessen dürfen, die tun ja nicht nur Könige machen, sie tun auch Könige entfernen. Also zum Beispiel die Margaret Thatcher hat ganz klar ihr Programm gemacht. Nur das, was ja dann passiert, ist ja, dass oft die Politiker vergessen, wer sie an die Macht gebracht hat, oder? Und dann gehen sie her und tun und werden störrisch. Und diese Leute, die werden dann auch wieder entfernt. Und die Thatcher hat selber gesagt, dass sie von den Bilderbergen gestürzt wurde, ja, und das passiert auch. Also sie können Leute machen, aber sie können sie auch entfernen. Und, und das ist ganz klar, wenn sie zum Beispiel meinen, ja, jetzt brauche ich euch nicht mehr und jetzt ziehe ich mein eigenes Ding durch, dann merken sie, gegen welche Mauern sie laufen. War Thatchers Nachfolger John Major nicht auch mal bei einer Bilderberg-Veranstaltung? Ja, natürlich, ja. Ich bin ja gespannt, ob die AfD, also die Alternative für Deutschland, oder jemand von der Piratenpartei dort gesehen wird. Na gut. Dafür sind sie nicht wichtig.
Also noch nicht, nicht? Man sieht ja auch, dass er die Grünen erst später dazugeholt wurde. Aber was man über die Piraten ganz klar sagen kann, den ihr Vorsitzender, der Henry Kissinger, wo ja eine der wichtigsten Figuren bei Bilderberg ist, hat sich den Grat gekrallt letztes Jahr und dann hat er ihn getroffen. Und komischerweise, seitdem dieses Treffen war, sind die Piraten völlig in der Versenkung verschwunden und nur noch im Streit miteinander beschäftigt. Ja? Als wie wenn da ein Gift gestreut wurde, um diese Partei nicht hochkommen zu lassen. Und ja, das war, seitdem der Chef der Piraten den Kissinger getroffen hat in Berlin. Bei den Grünen fällt mir auf, dass zwei wichtige Leute von Ihnen, drei wichtige, beim European Council on Foreign Relations sind. Die braucht man gar nicht zu Bilderberg einladen, um sie für Konzerninteressenbereich, Außenpolitik, Bereich Sicherheitspolitik, wichtige Grüne zu interessieren. Joschka Fischer ist laut dem Zeitungsbericht von Hintergrund, aus 2009 ist das, soweit ich mich entsinne, Thinktanks, die heimlichen Regierungen, der starke Mann innerhalb des European Council on Foreign Relations. Und zu den Lobbyisten des European Council on Foreign Relations gehören jetzt von grüner Seite Daniel Cohn-Bendit, der ist, soweit ich mich entsinne, Co-Vorsitzender der grünen Fraktion im Europaparlament, und Cem Özdemir, der ist unter anderem gleichzeitig auch im ZDF-Fernsehrat und ich meine, er wäre auch gegenwärtig auch einer der beiden Vorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland. Und Trittin war ja 2012 dann mal der Bilderberg-Konferenz, aber die Grünen, zu den Grünen bestehen mehr Verbindungen. Verstehen mehr Verbindung zu European Council on Foreign Relations. Sie brauchen die gar nicht bei Bilderberg einladen. Joschka Fischer ist interessanterweise auch bei der International Crisis Group mit involviert, die allerdings nicht so deutlich ein militaristisches Schlagseite hat wie der European Council on Foreign Relations. Die sind so wesentlich ausgewogener. Dann hätten wir noch eine weitere Hörerfrage. Dieser Hörer, der nennt sich jetzt Henry Kissinger. Offenbar hören die ganzen Bilderberger uns hier live zu. Und der will wissen, ist die kommende Bundestagswahl für den Wähler nicht völlig uninteressant, wenn bereits zuvor feststeht, dass die Bilderberger den Sieg unter sich ausmachen? Und ist letzten Endes der politische, demokratische Wettbewerb völlig obsolet? Das würde ich mal mit Ja beantworten, aber ich gebe die Frage gerne noch mal in die Runde. Ich denke, dass das nicht der Fall ist. Es liegt einfach daran, dass man der überwiegenden Mehrzahl der Wahlberechtigten keinen Chip eingepflanzt hat, mit dem man sie wirklich fernsteuern kann. Die Leute sind durchaus in der Lage, auch nicht nur zwischen zwei Parteien zu wählen. Also Steinbrück war 2011 bei Bilderberg, Merkel war 2005 bei Bilderberg, Trittin war 2012 bei Bilderberg. Gut, das sind jetzt vielleicht drei, aber es war auch mal jemand von der FDP hatte auch mal ein hohes Pöstchen vor Jahren bei Bilderberg, das sind dann vielleicht vier, aber es gibt ja über 100 Parteien in Deutschland und es könnten ja auch zum Beispiel die Bürger auch mal die Parteien fragen, wie ist denn ihre Haltung zu Bilderberg und das mal wirklich auf die Tagesordnung bringen. Ich denke, dass das wird ja immer wieder gemacht, nur sie tun es dann ins Lächerliche ziehen, oder? Ich meine, ich weiß noch, in Sitges in Spanien 2010 war ja der Scholz dabei. Ja? Was ist denn der heute? Ist der nicht in Hamburg irgendwas? Ja, Bürgermeister von Hamburg, genau. Und der war ja bei Bilderberg dabei 2010 in Spanien, oder? Und der wurde ja konfrontiert. Es werden ja alle konfrontiert, nur sie tun das alle immer abweisen und sagen, das geht euch nichts an oder da ist nichts und so weiter. Ja? Ich glaube, dass es daran liegt, man sollte zumindest versuchen, bei der Konfrontierung sie mit einzelnen Tagesordnungspunkten zu konfrontieren, von denen es möglicherweise wahrscheinlich ist, dass man sie deretwegen eingeladen hat.
Bei Steinbrück war es vielleicht klar, der war mal Finanzminister. Wenn man Steinbrück zum Thema interviewt, würde ich alles Mögliche zu Finanzen fragen, was bei der Bilderberg-Konferenz 2011 interessant ist oder wo man sonst Verbindungen zu Bilderberg sieht. Bei Trittin würde ich zu Außenpolitik fragen, würde ich zu Syrien fragen. Die Grünen machen Veranstaltungen zu Syrien. Wir haben selber ein Interview gemacht, waren selber zu Gast mit unser Politikblog am 8.6.2012, wo es um Responsibility to Protect ging. Und auch unter anderem das Thema Syrien, wenn auch nicht so ganz fokussiert da dabei war. Und es war ja Vertreter der syrischen Opposition 2012 bei Bilderberg, dazu Herrn Trittin zu interviewen, was da zu Syrien besprochen wurde. Das wäre mal eine spannende Sache. Ja, auf jeden Fall. Also meine Antwort zu der Frage betreffend, macht die Wahl überhaupt noch Sinn? Es ist ja so, was die Bilderberger ja machen, sie setzen immer auf alle Pferde. Und das heißt, es ist ihnen völlig wurscht, wer gewinnt, denn einer ihrer Kandidaten gewinnt immer, egal wen man wählt. Ob man jetzt die Schwarzen, die Roten oder die Grünen oder Gelben wählt, es ist ja immer, die gehören ja alle zum selben Rennstall. Dann sollte man Parteien wählen, die noch nie über die 5%-Hürde gekommen sind, damit jedes Mal gründlich gemischt wird und die Bilderberger möglichst ihre Investitionen in den Sand setzen. Genau, das ist ja. Das habe ich schon oft gesagt. Man sollte das kleinste Übel wählen, ja. Im Fall von Deutschland ist es praktisch nur die Linke, ja. Das erinnert so ein bisschen an russisches Roulette, muss ich gestehen. Wie hoch schätzt ihr denn die Chance ein, dass vielleicht mal sich so ein Whistleblower zu dieser illustren Runde verirrt? Ja, die gibt's ein Whistleblower, ja. Der auspackt, was sie machen. Ja, wäre doch cool. Es gibt, ich habe... Es ist ja ein internes bekannt, oder? Von Leuten, die was ausgeplaudert haben. Es sind ja auch Dokumente zutage gekommen über interne Gespräche und so hat man ja überhaupt herausgefunden, dass die 1954 die EU und den Euro beschlossen haben. Ja, ja, das stimmt. Na gut. Interne Dokumente, die irgendjemand mal rausgelassen hat. Ja. Ich weiß noch, wo wir in Streser waren. Da sind wir am Sonntag in das Hotel reingelaufen, weil alle waren weg und die Sicherheit war auch schon weg. Und da lagen die ganzen Unterlagen rum noch in den Konferenzsälen und halb durch den Schredder geschickt. Ja, gut, dass diese Offenheit, die wir jetzt nicht mehr geben. Ne? Ja, klar. Gut, die Ziellinie kommt so langsam in Sichtweite. Ich würde gerne allen Beteiligten hier an dieser Sendung noch ein Schlusswort erteilen. Vielleicht zuerst du, Freddy. Ja, also ich finde es wichtig, dass man durch eine Präsenz Aufmerksamkeit auf diese Veranstaltung bringt. Das heißt also, wer kann oder wer Möglichkeit hat und Zeit hat, er sollte sich nach London begeben, um dort Präsenz zu zeigen. Denn je mehr Leute wir dort um diese Veranstaltung rumstehen haben und von mir aus auch Transparente zeigen und Protest und so weiter, desto mehr sind ja die Medien gezwungen, irgendwas zu schreiben. Es ist klar, wenn das Ganze ohne großen Auflauf stattfindet, dann gibt es auch keinen Grund, darüber zu schreiben. Deswegen, je mehr Leute dorthin gehen, desto besser ist es, ja. Und dazu kann ich nur auffordern. Ja, Volker, du brauchst noch ein Wort zum Schluss. Ja, ich empfehle, sich die Gästeliste anzuschauen und die Tagesordnungspunkte. Und dann für die Leute, die nicht die Zeit haben oder das Geld dorthin zu reisen, sich zu schauen, wo sind die Bilderberg-Gäste 2013 sonst erreichbar? Politiker haben Wahlkampfbüro oder bei welchen Medien sind die Journalisten erreichbar, die da sind, und die Leute interviewen zu den Tagesordnungspunkten, für die sie bei Bilderberg bei der Konferenz interessant gewesen sein könnten. Also konkret nicht nur die Leute persönlich ansprechen, sondern also, dass sie da gewesen sind, was sie dort gesehen haben, sondern konkret zu Tagesordnungspunkten, für die sie bei der Konferenz gewesen sind, wo sie von Bedeutung gewesen sein können. Vielleicht kriegen wir dann mal einige Informationen
noch mehr raus, dass sie dann etwas redseliger werden, worum es bei der Bilderberg-Konferenz geht. Bisher sind ja nur Tagesordnungspunkte und Gäste bekannt immer. Ja, ja, genau. Das ist ein guter Tipp, denn die Politiker müssen sich ja dieses Jahr in Deutschland in die Niederungen des Volkes herabgeben, oder? Weil sie werden überall Wahlveranstaltungen machen. Und da kann man dann natürlich teilnehmen als Zuschauer und vielleicht kann man sich einen dieser Teilnehmer dann krallen und ihm Fragen stellen, am besten noch mit einer Kamera dabei, damit man die spontane Antwort einfangen kann. Ja, fällt, unterläuft Ihnen ja ein freudscher Versprecher. Gut, das war es dann eigentlich auch schon. Wir sind soweit durch mit unserem Interview. Vielen Dank an dieser Stelle dir, Freeman. Vielen Dank auch an Sarah und natürlich auch ein Dankeschön an dich, Volker, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, und vor allen Dingen sehr viel Erfolg bei eurer nächsten Sendung und natürlich auch danach auf der anderen Seite des Ärmelkanals, dass ihr da auch nochmal Erfolg habt. Wir machen jetzt Feierabend und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke und tschüss. Danke.